Der letzte Part war zu kurz, aber der wird wieder lang. Willkommen zurück zu Uncharted 4. Und wir sind ja mächtig in Trouble. Also wie sich die hier wieder verteilen, das ist der Wahnsinn. Geht mir alles viel zu schnell. Puh. Ich glaube, das nenne ich strategisches Vorgehen. Auch wenn der Typ das da unten überlebt hat und ein bisschen anders sieht. Okay, das war zu unvorsichtig. Oh, verdammt. Da hinten ist doch eine verdammte Dynamitkiste. Wo immer das hingeflogen ist, ist nicht sonderlich weit geflogen. Und die Musik ist immer wieder erste Sahne. Ich glaube, wir schlagen die einfach mal mit ihren eigenen Waffen und setzen auch mal so eine Bombe. Okay, der ist so weit. Ja, warum nicht? Oh, das wäre wieder knapp vor dem Tod gewesen. Okay, Bockmist. Hey, wenigstens einen Speicherpunkt nehme ich an. Okay, nicht ganz. Weil hier lebt die wieder. Wobei, das sind manche Leute schon tot. Weil wir so ein Rückschritt, dass man diese scheiß Bomben nicht zurückwerfen kann. Oder Granaten. Weil Bomben sind was anderes. Okay, ja, das war wieder dämlich. Okay, wir müssen uns mal wieder ein bisschen konzentrieren. Das ist ein Aufwand, der bisher nicht verlangt worden ist.
Okay, die alle kommen höchstwahrscheinlich von dem Teil da. Und hier hätten wir eigentlich immer schön ausweichen können. Ja, super. Ah, Mann. Jetzt sind wir wieder schön eingekesselt. Jetzt haben wir mal wieder relativ wenig Chancen, hier weiterzukommen. Das ist einfach der große Gamebreaker. Ich meine, irgendwo hat das Spiel dieselben Probleme wie sein Vorgänger. Zwar sind viel zu viele Shooter-Passagen. Gut, den haben wir eliminiert. Nein! Okay, das haben wir gut gemacht. Relativ gesehen. Scheiße! Arschloch! Wer will sich jetzt noch mit uns anlegen? Okay, da sind noch zwei Seppen. Da strickt jemand regelmäßig seine Rübe über den... über das Teil hier. Danke sehr. Hey Nate, weg hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Na gut. So. Mal runter mit der Brücke. Shoreline. Da unten, da frage ich mich jetzt wiederum, jetzt mal nur so eine kleine Frage. Ist es praktisch nur dazu da, um sich vor den Typen zu verstecken? Weil, ohne Witz, normalerweise baut man sowas ein, um irgendwie noch so eine Art Secret zu verstecken, aber davon scheint das Spiel ja nichts zu kennen. Und versteht mich nicht falsch, Leute, das fällt mir jetzt nur gerade so auf, weil ich das Spiel gerade zum zweiten Mal durchspiele und dementsprechend ich einiges mit anderen Augen sehen kann. Ich meine, wir haben uns jetzt zwar wieder einen ganzen Part damit beschäftigt, hier diese blöden Shoreliner zu besiegen. Aber das, was sein muss, muss sein, diese Typen müssen irgendwann mal ihre gerechte Strafe bekommen. Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Oh, bitte. Das wäre wirklich eine Erleichterung für mich, weil ich glaube, danach ist... ich glaube, das, was wirklich danach kommt, ist nicht mal halb so schwer. Oder nicht mal halb so nervtötend. Mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Ach,
Versuch war's wert. Ich weiß, was man da wieder machen muss. Wie viel schuldest du, alter Sache, eigentlich genau? Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gang dieser Weiser. Ach nee, so ein Blödsinn, ja. Wobei. Nee, können wir noch nicht machen, das. Hab ich mal wieder verkannt. War nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden. Leute, wir werden ihn finden, diesen Irren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Ach Leute, das könnt ihr jetzt nicht machen. Ich hab doch hier von der Steuerung her mich bisher noch nicht beschweren können. Nicht so wie bei Shadow of the Tomb Raider. Also dementsprechend ein bisschen mehr Konzentration. Bitte. Wir sind soweit. Dann mal los. Ach so, ein Mist. Aber wenigstens ist es spannend. Okay. Überliste sämtliche sämtliche die Zentrifugalkraft muss. Erinnert so ein bisschen an Uncharted 2. Die Anfangsszene aus Uncharted 2. Wenn die Steuerung hier jetzt nicht das allerbeste ist. Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge! Okay, festhalten! Oh komm, lass noch mal so einen Stein runterfliegen. Das war doch lustig, oder? Aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. So, lass mich raten, jetzt kommt wieder Shoreline. Weil das ist auch so ein bisschen das Defizit von diesem Kapitel. Und zwar, das läuft praktisch so ab, wir gehen zu einer Ruine, Shoreline. Wir fahren weiter. Ruine, Shoreline. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Ich glaube, jetzt müssten wir Kapitel 10 geschafft haben. Hier können wir nicht rein. Aber es gibt eine Menge Schätze. Sam, hilfst du mir mal? Da müsste es doch letzten Endes reingehen. Was haben wir denn hier? Ja, was wir hier haben, Leute. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Hinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Verdammt, zugemauert. Okay, okay Leute,
Weitere Geheimnisse zu diesem Ort gibt's im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.